Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen AgriCare Workshop. Guten Abend und ich freue mich, dass wir gemeinsam, also wir mit Ihnen, meine Damen und Herren, heute wieder dazu beitragen, dass wir durch verbesserte Vermittlung des Wissens unser Können verbessern im Zusammenhang mit AgriCare-Anwendungen und dafür sorgen, dass es Ihnen mit Ihrer Lebensqualität besser geht. Also Ihre Lebensqualität zu verbessern. Sie wissen ja, unser großes Ziel, Leben ohne Krankheit. Und dass wir das gemeinsam machen, mit wir meine ich nämlich auch meine Frau Renate und Tochter Claudia, die im Hintergrund mir helfen, wofür ich mich recht herzlich bedanke. Also dass wir das gemeinsam machen, das macht Sinn. Wir wissen das, denn mit AgriCare geht das, Lebensqualität zu verbessern. Das zeigen die vielen Fälle und auch die wenigen, über die ich heute mit Ihnen spreche. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich begrüße Sie, Frau Gesine Giese, Herr Konrad Feist, Johannes Zutztiera, Maria Ecker, ach, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, Rolf Stalder, Simone Kohlmey, Dr. Welters, guten Abend, Karl-Heinz Schuster, Angela Erbe. Ja, ich kann sie nicht alle auf. Ich freue mich so, dass Sie wieder dabei sind. Und wir denken, wir werden heute wieder einen erfolgreichen Workshop durchführen. So, zugleich zu Beginn, dass ich es nicht vergesse, gebe ich Ihnen die Folien zum Download. Das sind die Folien, über die ich heute hier spreche. Und zusätzlich am Schluss einige Folien, die sind auch schon in der Datei, die sich herunterladen, über die Kommunikation zu uns und einige Verbesserungen der Technik. Soweit. Und nun kann ich die Präsentation starten. Heute sind wir also auch am 6. Februar bereit, mit Ihnen diesen Workshop durchzuführen. Und ich begrüße auch gleich diejenigen, die jetzt nicht live dabei sind oder dabei sein können, sondern dann es vorziehen, die Aufzeichnung zu betrachten. Und das ist auch von Vorteil, denn auch in der Aufzeichnung kann man die Downloads durchführen und in der Aufzeichnung kann man auch noch Fragen stellen. Die trägt man unten rechts ein und die Fragen gelangen dann bei uns und wir beantworten die Ihnen natürlich sehr gern. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, schon wieder teile ich Ihnen mit, dass wir ein neues Setup haben. Jetzt ist es wirklich die Version 7.0.23. Vorige Woche hatte ich ja da einen Fehler. Aber jetzt ist es wirklich die 7.0.23. Es ist dazu gekommen, eine neue Anwendung, also von 7.0.22 zu der jetzigen 7.0.23, ist eine neue Anwendung dazugekommen mit dem Quellcode-Index ZAN1. Das ist Stenotrophomonas maltophilia, ein ganz besonderer Erreger. Und das haben wir auf Bitten einer Anwenderin, die von diesem Erreger befallen ist, gern getan. Und selbstverständlich für Sie, meine Damen und Herren, für Sie alle kostenlos. Das ist eine neue Anwendung, die dazugekommen ist und in der Gruppe Parasiten direkt zu finden ist. Ja, Installation der Software des Setups, das finden Sie ja immer auf unserer Homepage. Und zwar ulrich-mtc.de/download. Und ich kann Sie jetzt vielleicht einmal führen, wenn Sie nichts dagegen haben, zu unserer Homepage. Das mache ich auch aus dem Grunde, weil wir ja einiges verändert und verbessert haben. Jetzt müssten Sie unsere Homepage sehen.
Ich gebe mal dort oben ein, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, dort oben links habe ich eingegeben ulrich-mtc.de. Das ist quasi unsere Startseite unserer Darstellung, unserer Homepage im Internet. Ich hoffe, Sie können das sehen. Sie sehen jetzt auch, dass wir ein bisschen eine andere Aufteilung hier haben. Sie können also oben rechts auch mit uns kommunizieren über Facebook, Twitter und ja, YouTube. Sie wissen, ich halte mich ein bisschen zurück, indem ich YouTube sage, denn man hat mich ja freundlicherweise oder unfreundlicherweise gesperrt für eine Woche, weil den Herrschaften von YouTube dieses Video nicht gefallen hat, was ich von dem spanischen Arzt Ihnen dargestellt habe, zu Ihrem Wohle. Ja, und dann sehen Sie oben links, sehen Sie das, wo ich, wenn ich mit der Maus drüber fahre, das vergrößert ist, die Angaben zum Symposium. Wenn Sie also da draufklicken, können Sie sich in unserem diesjährigen Symposium auch noch anmelden. Ich empfehle Ihnen das, denn noch haben wir Vorzugspreise. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, der 11.3., das ist der Tag des Symposiums in der Burg in Storkow oder noch genauer im Palast der Burg in Storkow. Das wird sicherlich ein sehr angenehmer, informativer, aber auch ja angenehmer Tag, denn rundum ist für alles gesorgt und das Wichtigste überhaupt, und ich denke, da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, wenn wir alle Symposien so vergleichen, die ich kenne, es werden nämlich alle Fragen beantwortet. Keine Frage bleibt unbeantwortet. Ja, und dann rechts oben können Sie an einem Webinar teilnehmen. Und da geht es, wie man Borrelien und Co. eliminiert. Dieses Webinar führen wir immer dienstags und samstags durch. Da können Sie sich anmelden, noch einmal vielleicht Ihr Wissen auffrischen. Oder vielleicht ist es auch so, dass Sie einen Bekannten haben, der sich für Agile Care interessiert. Der könnte einfach sich zu diesem Webinar anmelden. Und Sie können ihm sagen, es ist sehr informativ und es könnte für die Lebensqualität, für die weitere Lebensqualität dieser Menschen, die sich dafür interessieren, ein sehr bedeutendes Webinar sein. Ja, und dann sehen Sie hier auch, waren hier immer noch beim Setup, dann können Sie hier auf Support gehen. Sehen Sie, wenn ich da mit der Maus dort oben im Menü auf Support gehe, dann geht so ein Pull-Down-Menü auf und wenn ich dann herunterfahre bis zu Download, ich auf Download klicke, dann geht die entsprechende Seite auf. Hier können Sie verschiedene Dinge herunterladen und die oberste Meldung, da steht Setup Software für Agile Care Pro da. Da klicke ich jetzt drauf. Da erscheint darunter ein neuer Link, zum Beispiel Download des Setups. Und siehe da, hier steht, klicken Sie zum Download auf unten stehenden Link. Damit erhalten Sie das aktuelle Setup zur mehrsprachigen Installation und Anwendung der Software für Agile Care in der Version 7.0.23 vom 1.2.2023. Also ganz aktuell. Wenn ich auf diesen Link hier gehe, dann wird das Setup heruntergeladen. Und wenn Sie das installieren möchten, dann empfehle ich Ihnen, und das ist eigentlich notwendig, ich muss es nicht empfehlen, sondern das müssen Sie so machen, damit es funktioniert, dann bevor Sie dann dieses Setup installieren durch Doppelklick, was Sie heruntergeladen haben, dass Sie dann vorher noch die bestehende Version deinstallieren. Bitte nicht einfach bloß löschen, sondern deinstallieren. Ja, wenn da Fragen sind, können Sie sich bei mir melden, ganz in Ordnung. Und ich gehe noch einmal auf die Startseite, ja, die ja heißt ulrich-mtc.de. Und da sehen Sie, dass wir jetzt hier auch die ganzen Beiträge hier dargestellt haben. Und zwar die neuesten Beiträge ganz oben. Also hier zum Beispiel die Prostata-Chancen zur Verbesserung der Lebensqualität. Oder hier von Claudia, ein sehr, sehr interessanter Beitrag für unser Symposium, wo Ihnen schon erklärt wird, was dort passiert und wie das abläuft. Dann sehen Sie weiter unten, Alzheimer können Sie vergessen, ein Beitrag von Claudia. Dann Borrelien und Co. eliminieren. Dann weiter stellen Sie sich vor, wie Ihr Leben aussehen würde. Ein ganz interessanter Beitrag. Heuschnupfen, betroffene Atmen auf. Und so kann ich jetzt alle vorlesen. Und hier unten, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, das ist so eine Paginierung.
Da können Sie also weiterschalten, können Sie alle unsere Beiträge, sagen wir mal, durchscrollen. Das ist aber nicht notwendig, sondern Sie haben hier oben einen Suchbeitrag. Sie sehen hier rechts unter dem Wort Beiträge, sehen Sie eine Lupe. Und wenn Sie in dieses Feld etwas eintragen, ja, zum Beispiel zum Beispiel Setup, weil wir gerade über Setup reden, ja, und dann gehen Sie auf die Lupe. Ich habe jetzt Setup eingetragen, gehe auf die Lupe. Und dann kommen alle Beiträge, die mit Setup was zu tun haben. Klicken Sie also auf Download Setup Version 7 International, dann kommen Sie auf die Seite, die ich Ihnen schon vorher auch gezeigt hatte. Und dann steht noch etwas Update dazu. Ja. Das also soweit zu unserer neuen Gestaltung unserer Homepage. Und Sie wissen ganz genau, bei Support oben können Sie auch dann sich heraussuchen. Ticketsystem, ja, dann können Sie ein Ticket schreiben oder Sie können ja jetzt auf Support gehen, dann wird Ihnen hier erklärt, wie Sie ins Forum gehen können, wie Sie ins Ticket schreiben können, wie Sie im Live-Chat mit uns arbeiten können und zu welchen Themen wir unsere Antworten zu Ihren Fragen gern geben. Ja, das ist also alles möglich und hier ist noch ein Beitrag, Agile Smart Beiträge. Das ist für diejenigen, die im Agile Smart Abonnement sind. Wir haben ja schon einige Jahre eine riesengroße Wissensbasis aufgebaut und die wird immer größer zu Agile Smart. Dort geht es darum, Leben ohne Krankheit. Leben ohne Krankheit ist unser Slogan auch beim Agile Smart und Agile Smart ist unser Infodienst. Dazu sollten Sie aber eingetragen sein. Das kostet etwas. Und zwar im ersten Monat kostet das 1 Euro. Und in weiteren Monaten, wenn Sie auch weiter mitgehen wollen, kostet es dann je Monat 7 Euro. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben hunderte von Beiträgen drin, die alle darauf abgerichtet sind, Ihre Lebensqualität zu verbessern, Wissen zu vermitteln. Wenn Sie das interessiert und Sie noch nicht Agile Smart Abonnent sind, dann gehen Sie bitte auf die Seite ulrich-mtc.de/infodienst. Da führe ich Sie jetzt einmal hin. Also ulrich-mtc.de/infodienst. Da kommen Sie auf diese Seite und da können Sie sich das in dem Video erklären lassen und können Sie sich auch anmelden, um dann das Abonnement zu beginnen. Sie haben kein großes Risiko. Ihr Risiko ist ein einziger Euro für hunderte von Beiträgen, für lebenswichtige Beiträge, ein einziger Euro, denn das kostet es im ersten Monat nur und im ersten Monat haben Sie schon vollen Zugriff auf die volle Wissensbasis. Ja, würde mich freuen, wenn ich Sie damit gewinnen konnte oder interessiert gemacht habe, dann kommen Sie doch in unser Agile Smart. Sie sollten auf die Seite gehen, auf der ich mich jetzt gerade befinde, ulrich-mtc.de/infodienst. Und dann werden Sie dort geführt. Ich würde mich freuen, wie gesagt. Und damit denke ich, habe ich erst einmal genug gebracht zum Setup. Ja, also soweit sind wir gekommen. Ich habe das kurz demonstriert, wie man in das Setup kommt. Und hier wollte ich auch noch mal ganz kurz das ansprechen. Und Sie haben ja gesehen, wie leicht man sich dort anmelden kann zum 5. Symposium am 11. März diesen Jahres im Palast der Storkower Burg. Es ist nicht mehr lange bis dahin, aber ich will noch sagen, noch kürzer ist die Zeit, um zum Vorzugspreis dort Eintrittskarten zu erwerben. Ich freue mich, dass sich schon so viele angemeldet haben und ich kann Ihnen versprechen, das wird nicht nur in Sachen Wissenserwerb ein interessanter Tag, eine interessante Tagung, sondern Sie sind dann in einem besonderen Milieu im Palast der Burg und da geht es also auch um deutsche Kultur, um Erdkunde und Naturkunde. Sicherlich alles Dinge, die Sie interessieren. Wir haben genügend Zeit zur Beantwortung der Fragen. Ich nannte das vorhin schon mal ein Alleinstellungsmerkmal unseres Symposiums. Und für das leibliche Wohl ist sehr gut gesorgt. Ich würde mich freuen, Sie am 11. März im Palast der Burg, Storkower Burg, kennenzulernen. Soweit wir uns noch nicht gesehen haben.
Und ansonsten weiß ich, dass viele, die in den vorangegangenen Symposien mit dabei waren, dass ich die wiedersehen werde und freue mich auch schon darauf. Wir hatten vor einer Woche, das war der 30.01., eine Frage von einem Anwender, der über die schwarze Zunge sprach. Und wir haben dann eine Empfehlung gegeben, weil wir meinten, sicherlich lagen wir da nicht falsch, dass man da mit der Anwendung Candida albicans HC vorankommen kann. Und der Quellencode-Index dazu ist die A405. Ich denke, das haben wir richtig gemacht nach unserem Wissen. Und mich hat aber eine sehr versierte Anwenderin darauf gebracht, was das eigentlich bedeutet, die schwarze Zunge. Und sie hat mir gesagt, wie gesagt, vielen Dank, sage ich jetzt schon dafür, für die Auskunft, die ich jetzt sehr gern weitergebe. Die schwarze Zunge ist nämlich ein Hinweis auf eine sehr intensive Entgiftung. Und das sollte man wissen, wenn man zum Beispiel zu viel entgiftet, dann hat man dieses Symptom einer schwarzen Zunge. Egal welches Mittel man einsetzt, da passiert das so in der Art. Und natürlich ist es auch ein Ausweis dafür, dass wir dort einen bestimmten Erreger haben, nämlich einen Pilz, nämlich Candida albicans. Das passt zusammen, aber für mich war es wichtig und ich gebe das sehr gern weiter, dass das gar nicht so selten ist und dass es ein deutlicher Hinweis ist, dass wir in einer Situation sind für eine sehr intensive Entgiftung. Noch eine Frage zum Symposium. Eine Frage von einer Anwenderin, und zwar von Frau Ines Fiedler. Sie möchte am Symposium auch teilnehmen und würde sehr gern, wenn jemand anders auch aus Potsdam nach Storkow fährt und eine Mitfahrgelegenheit bietet, sie möchte da sehr gern mitfahren. Wer also Ines Fiedler gern mitnehmen möchte, der schreibt an die eingeblendete E-Mail-Adresse, die da lautet uwe.fiedler@gmx.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie unserer Freundin Ines helfen könnten. Ja, das blende ich immer ein, um auf AgriCare einzustimmen. Ganz kurz in der Darstellung, damit es nicht langweilig ist für diejenigen, die das schon sehr oft gehört haben. Was haben wir für eine Situation? In den Zellen herrscht ein Sauerstoffmangel vor. Sauerstoffmangel heißt, Mitochondrien können keine Energie bilden. Wir kommen also in eine Energiekrise, so wie wir das links in der Spalte sehen. Damit sich die Zelle am Leben hält und sich selbst rettet, wechselt sie in einen Ersatzstoffwechsel. Der Ersatzstoffwechsel erzeugt eine Veränderung des Milieus in und um die Zelle herum. Die Milieuveränderung bringt Mikroorganismen auf den Plan in und um die Zellen, die befallenen Zellen. Wir sagen, die Mikroorganismen schaffen eine Dysbalance. Und gegen die Mikroorganismen, jetzt bin ich schon in der ganz rechten Spalte, haben wir dank Dr. Reif mit AgriCare Gutes zu tun. Wir können mit AgriCare, mit den Frequenzen, die Mikroorganismen eliminieren, brechen die Symbiose zur Erkrankung auf und haben gute Chancen wieder, dass der Mensch sich selbst heilt. Und hier ist im Gegensatz zur sonstigen Folie, wie ich sonst immer zeige, steht noch unter dem Wort AgriCare auch Wasser. Also da möchte ich nämlich auch auf das Wasser eingehen. Wir wissen ja, dass wir Wasser markieren können. Das machen wir unter unserer Anleitung schon seit ungefähr 12 Monaten und haben Erfolge damit. Und viele Anwender tun es auch. Ich bekomme aber relativ häufig Fragen dazu. Und deshalb möchte ich Ihnen mit der nächsten Folie vorauseilend einige Fragen auch beantworten. Sie sehen zur Markierung von Wasser und ich will gleich sagen, und anderen Substanzen. Denn seit dem Webinar mit David Holzer wissen wir, dass wir auch andere Substanzen, zum Beispiel Cremes und Salben, markieren können. Wir wissen, wie das geht und Sie können Ihr Wissen aufklären oder aufwerten oder erweitern, indem Sie auf diesen Link gehen, der da heißt vimeo.com, / und dann diese Zahl 77897445 und dann kommen Sie auf ein Erklärvideo von uns und können sich dort vieles erklären lassen, auch Fehler ausschließen. Bei Wasser sieht das also so aus, dass wir von sauberem Wasser, was abgekocht sein sollte, ausgehen
und dass wir das in Glasflaschen markieren. Ganz wichtig, Glasflaschen, keine Plastikflaschen verwenden. Die Markierung geschieht über die Elektroden, indem Sie eben die entsprechende Glasflasche ganz nah an die Handelektroden bringen oder die Haftelektroden, was wahrscheinlich noch besser ist, von außen auf die Glasfläche aufkleben. Sie sollten bei der Markierung und auch später bei der Aufbewahrung darauf achten, dass das Wasser von Störfeldern frei ist. Also Störfelder sind zu meiden. Wodurch entstehen Störfelder? Durch Smartphones, durch WLAN, durch Laptops. Und je weiter die Entfernung dazu ist, desto besser. Also meiden Sie Störfelder, sonst funktioniert es nicht. Beim Markieren schaffen Sie bitte eine Einstellung vorn an dem Rad von 100% und gegebenenfalls, wenn so viel Zeit ist, markieren Sie mit den Anwendungen das Wasser mehrfach. Also, dass Sie es vielleicht zweimal markieren, sollte Minimum sein. Und gegebenenfalls, wenn Sie die Anwendung durchführen, machen Sie es in Kombination zu Elektrodenapplikationen. Also, wenn Sie mit Elektroden anwenden, dann auch über den Tag das Wasser trinken. Ich weiß, dass es einige nicht können aufgrund der Kontraindikation. Wer zum Beispiel schwanger ist oder wer einen Herzschrittmacher hat oder andere aktive mikroelektronische Bauelemente als Implantate hat, also aktive, der darf Agilcare als Gerät nicht anwenden und für den ist dann Wasser allein einsetzbar. Aber für diejenigen, für die vielen, die keine Kontraindikation haben zur Elektrodenanwendung, denen empfehle ich, nicht nur das markierte Wasser einzusetzen, sondern auch dieselben Anwendungen gleichzeitig über Elektroden zuzuführen und die Anwendung einzusetzen. Wenn es jetzt um Salben geht oder Pasten geht, dann ändert sich bei der Anwendung nur ein einziges, nämlich, dass wir dieses Gefäß mit der Salbe oder den Pasten in ein anderes Glas bringen, was mit Wasser gefüllt ist, ja, und dann über das Wasser diese Salbe markieren. Also Gefäß mit Salbe oder Pasten ist in einem anderen Gefäß drin, in einem Glas drin, was mit Wasser gefüllt ist. Da schwimmt quasi das etwas kleinere Gefäß zur Aufnahme der Salbe drin. Und ansonsten das Gleiche. Das Wasser ringsherum um das Gefäß mit Salbe sollte sauber und abgekocht sein. Störfelder meiden, das gleiche wie ich es beim Wasser auch gesagt habe, Intensität 100%, gegebenenfalls mehrfach markieren und auch hier, wenn die Möglichkeit besteht, gleichzeitig mit Elektroden und mit dem Wasser zu arbeiten, dann ist das natürlich vorzuziehen. Nun komme ich auf einen Fall einer Anwenderin, die große Probleme am Fuß hat, also große Schmerzen. Und ich will auch nicht verhehlen, deshalb habe ich das in der Klammer darunter geschrieben, dass die Anwenderin auch noch andere Baustellen hat. Also nicht so eine tolle Lebensqualität ist der Ausgangspunkt. Die Probleme am Fuß und die Gespräche am Telefon haben uns dazu gebracht, der Anwenderin die Empfehlung zu geben, 10947. Ich wiederhole den Quellencode Index, 10947. Und die Anwendung heißt Luxation. Luxation ist eine Verregung oder Verrenkung oder Verschiebung von Organen oder Gelenken, damit Sie mit Luxation etwas anfangen können. Das hat sie gemacht und nach 16 Tagen sagt sie mir heute, es ist fast alles weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Da kann man nur sagen, weiter so, bis alles weg ist, bis man das Wörtchen fast in der Aussage streichen kann. Und dann würde ich immer noch sagen, noch 3 Tage machen und dann ist es ein dauerhafter Erfolg. Also vielen Dank für die Mitteilung und ich gebe Ihnen das sehr gern weiter, dass man eben auch, wenn man viele Baustellen hat, mit einer Baustelle beginnen kann, hier in dem Fall mit dem Fuß und dann damit über die Anwendung 10947 in dem Fall sehr gut zurechtgekommen ist. 16 Tage ist nach so einer langen Odyssee, die diese Anwenderin hinter sich hat, überhaupt eine ganz kurze Zeit. Die nächste Anwenderin hat Herzprobleme. Und unsere Empfehlung wegen der Herzprobleme und auch aufgrund der Beschreibung, die Beschreibung haben wir über ein Ticket bekommen. Unsere Empfehlung waren dann 3 Anwendungen. A277, ich wiederhole A277 und die Anwendung heißt Sauerstoffmangel. Ganz klar, das Herz braucht viel mehr Sauerstoff, genauso
weil eben dort ein ganz, ganz streng, ganz, ganz fleißig arbeitender, energiebrauchender, verbrauchender Muskel existiert. Und um die Energie herzustellen zur Muskelbewegung, brauchen die Mitochondrien Sauerstoff. Als zweite Anwendung A371. Ich wiederhole A371. Die meisten kennen die Anwendung schon, wie die heißt Chlamydia pneumoniae. Die haben wir deshalb empfohlen, weil wir häufig dort in Gefäßen diese Ablagerungen haben und die bestehen fast nur aus Chlamydia pneumoniae. Zumindest wenn man die Chlamydia pneumoniae beseitigt, dann, und das gelingt uns mit Agilcare, dann haben wir dort bessere Verhältnisse für den Blutfluss. Und schließlich die Anwendung A355. Ich wiederhole A355. Die Anwendung heißt Zahnherde. Ja, warum denn das? Die Zähne sind doch so weit weg vom Herzen, zumindest die eigenen Zähne. Das ist deshalb, einige wissen es schon von Ihnen, weil von den Zahnherden, also Erregern im Bereich meistens des Zahnwurzelgebietes, von diesen Erregern gehen eben Ausscheidungen ab. Das sind Gifte, das sind Toxine und eben auch die Ausscheidung selbst sind auch vervielfältigte Erreger, die über die venöse Bahn in den Körper kommen. Und wo fließt das venöse Blut zuerst hin? Zum Herzen. Und hier hat die Anwenderin uns schon nach 4 Tagen sagen können, die diese 3 Anwendungen gemacht hat, das Problem ist zu 80% weg. Eine tolle Geschichte, das auf dem Gebiet des Herzens vorangekommen ist. Und mit diesen 3 Anwendungen, ich kann nur sagen, weiter so, wenn es auch noch einige Tage dauern sollte, denn 100% wäre gar nicht schlecht, wenn man zu 100% das Problem beseitigen kann. Ein weiterer Anwender, auch ein sehr versierter Anwender, muss ich dazu sagen, hat plötzlich eine TIA bekommen. TIA heißt transischämische Attacke. Das ist so ein kleiner, Achtungsruf, ein Schuss vor den Bug in Richtung eines Schlaganfalls. Also eine transischämische Attacke heißt, dass es eben eine kurzzeitige Attacke ist von Minderversorgung mit Sauerstoff. Ischämie ist also eine Minderversorgung mit Sauerstoff. Und die Folge davon war eine Gesichtslähmung. Wurde folgende Empfehlung von uns gegeben, die A85, ich wiederhole, A85 ist der Quellencode-Index, weil nämlich die Gesichtslähmung auch wiederum auf Zellenebene von Mikroorganismen beherrscht wird, erzeugt wird, erhalten wird. Und deshalb haben wir die A85, Facialis-Lähmung, empfohlen. Und schon nach 2 Tagen, und ich habe schon gesagt, das ist ein versierter Anwender, der also die Randbedingungen optimal einhält und gleich jeden Tag 3-mal die Anwendung durchgeführt hat. Und nach 2 Tagen war alles okay. Wunderbar, bei so einer schweren Einschränkung, die auch noch, sagen wir mal, nach außen hin von jedermann gesehen wird. Eine tolle Geschichte und dieser Makel ist beseitigt und das schon nach 2 Tagen. Vielen Dank für die Meldung und ich gebe das ja sehr, sehr gern weiter. Häufig bekommen wir eine Mitteilung, dass es um Histaminunverträglichkeit geht. Ich will nicht weiter darauf eingehen, was Histamin ist. Das ist etwas, was der Körper selbst bildet und unter bestimmten Bedingungen, bei bestimmten Nahrungsmitteln, ja, bei einer bestimmten Ernährung, wollte ich sagen, auch noch mehr davon erzeugt. Und oftmals ist das zu viel für den Körper, entweder weil zu viel erzeugt wird oder weil es nicht schnell genug durch den Körper abgebaut werden kann. Also auch eine Unstimmigkeit auf Zellenebene, da begegnen wir mit den folgenden 4 Anwendungen, die ich Ihnen sagen möchte. A12, ich wiederhole den Quellencode-Index, A12 Allergie. Dann A74, ich wiederhole, A74, Entzündungen allgemein. Dann OEI8, ich wiederhole OEI8, Leaky Gut Syndrom und letzten Endes C776, ich wiederhole C776, Stabilisierung des Immunsystems TR. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass wir sehr viele Rückmeldungen bekommen haben, wo das sehr gut funktioniert hat, wo wir die Lebensqualität aus so einer Unverträglichkeit gegenüber Histamin sehr, sehr gut verbessern konnten. Das ist eine ganz große Freude für uns. Und ich möchte auch ganz kurz erklären, dass wir nicht davon ausgehen, so wie es da steht, Leaky Gut Syndrom, dass die betroffene Person das hat, sondern dass wir damit die dahinterstehenden Mikroorganismen in Disbalance beseitigen können, die auch unter anderem zur Histaminunverträglichkeit
führen. Das habe ich aus dem Grunde jetzt hier noch einmal gebracht, dieses, sagen wir mal, komplexe Programm, aber was schon viel, viel Erfolg gebracht hat, erfreulicherweise. Diese Empfehlung gebe ich Ihnen hier mal in dem Falle gern allgemein weiter und möchte hier nicht auf einzelne Fälle eingehen. Ja, und jetzt kommt normalerweise jetzt Ihre Fragen und dann können Sie Ihre Fragen stellen und wir beantworten die. Aber ich will mal auf die weiteren Folien ganz kurz nochmal eingehen, die Sie ja auch beim Herunterladen mitbekommen haben. Wir haben also in der nächsten Folie hier die Möglichkeit, dass Sie sich über den Weg der Vimeo-Videos, also unserer Videos, sich informieren können. Die bleiben weit über die 10 Tage hinaus. Wir haben gar nicht die Absicht, die zu löschen. Wenn uns die YouTube nicht löschen kann, aber YouTube kann es hier nicht löschen, denn wir sind beim Vimeo. Und über den Weg von der Homepage, über Support und AgriCare Workshops können Sie da hinkommen. Und ich möchte einfach jetzt mal die Gelegenheit nutzen. Nein, möchte ich nicht. Ich glaube, das ist ziemlich klar, dass Sie über Support und dann, dort geht ja dieses Pull-Down-Menü auf, was ich Ihnen gezeigt hatte, dort auf den Link gehen, auf die Eintragung AgriCare Workshops und dann kommen Sie schon, können sich gut zurechtfinden und können nicht, also die Präsentationen von uns, von mir hauptsächlich, dort nachschauen, nachsehen und können auch dort noch die PDFs herunterladen. Das geht. Lediglich fehlt die Phase in jedem Workshop, wo Fragen gestellt werden und ich die beantworte. Das ist aus datenrechtlichen Gründen so gemacht worden. Ja, hier sehen Sie, da möchte ich ganz kurz drüber weggehen, unsere Kommunikation zu uns. Wie gesagt, das finden Sie auf der Folie, die Sie sich herunterladen. Hier auch nochmal die Zugänge zu verbessern, Effektivität bzw. zur Erklärung und Verbesserung der Randbedingungen. Alles beides auf unserem YouTube-Kanal, wahrscheinlich noch nicht gelöscht. Ja, und ein ganz wichtiges Thema hier aufgelistet für diejenigen, die vielen, die dankenswerterweise Empfehlungen weitergeben, Empfehlungen AgriCare sich anzuschaffen. Damit tun Sie vielfach was Gutes. Erstens einmal schaffen Sie die Möglichkeit, dass jemand zu besserer Lebensqualität kommt, nämlich der neue Anwender, den Sie werben, den Sie das nahelegen, in unserem Shop, es ist wichtig, in unserem Shop sich ein AgriCare zu beschaffen. Zweitens, wir vergrößern unsere Anwenderliste, unser Anwenderkollektiv. Das ist etwas Gutes. Und drittens ist etwas Gutes, denn Sie erhalten dafür 150 Euro, wenn derjenige, den Sie das nahegelegt haben, ein AgriCare zu erwerben, wenn derjenige das Sachen wirklich kauft und kauft in unserem Shop. Also vielen Dank für Ihr Engagement, für die vielen, die das alles schon getan haben. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und jetzt gehe ich wieder zurück, wie sich das gehört, und möchte jetzt hier das beenden, die Präsentation, und mich Ihren Fragen zuwenden.